Herzlich willkommen zur heutigen Tagesenergie mit Medium, Intuitivheilerin und Seelenschamanin Britta C. Lambert. Bitte höre dir diese Botschaft bis zum Schluss an, hier bekommst du weitere Hinweise von mir. Fühle dich nun motiviert und inspiriert, dein volles Potenzial zu entfalten und tauche nun hinein in die Energie des Tages. Aloha zu unserem Tagesimpuls vom 15. Februar. Die Energien des heutigen Tages sind die folgenden. Wir haben schon wieder Lemati, wie wunderbar. Das zweite Siegel des heutigen Tages ist Mesonadi. Und dann dürfen wir noch als dritte Energie des Tages Solaya haben. Wir haben so viel Solaya und Lemati in Kombination jetzt gerade im Februar. Das ist wirklich ganz besonders und schön. Ja, wenn Lemati sich auf erster Position zeigt, wie das heute der Fall ist, dann geht es wirklich einfach nochmal darum, dass wir um diese Annahme dessen, wer wir sind, um die Annahme der bedingungslosen Liebe, um die Annahme unserer Intuition, unserer Verbindung. Ja, so viele Menschen haben ja diesen Selbstzweifel, stimmt es dann, was ich in mir wahrnehme? Kann ich mich denn auf das verlassen, was ich in mir spüre? Woher weiß ich, dass ich meiner inneren Stimme vertrauen kann? Wer gibt mir die Gewissheit, dass ich nicht spinne, dass ich mir nicht all das einbilde? Und die Antwort lautet niemand. Ja, weil die Intuition ist etwas, was man mit dem Verstand nicht greifen kann. Gefühle sind etwas, die man nicht erklären, nicht rechtfertigen kann. Ich habe vor ein paar Tagen schon mal gesagt, Gefühle sind einfach. Ja, und wir alle haben dieses Urvertrauen, wir alle kommen aus dieser einen Quelle, wir alle tragen diese tiefe Weisheit in uns. Wir haben es halt einfach nur vergessen dadurch, dass wir uns entschieden haben, menschliches Leben zu leben. Und der eine oder andere hat auf seiner Reise durch die Zeit eventuell erlebt, dass sein Gottvertrauen verletzt worden ist. Ja? Wenn wir in unserem Thymuschakra, unser Thymuschakra ist da, wo die Thymusdrüse ist, im Bereich, und man nennt es auch das höhere Herzchakra, das spirituelle Herz, das ist der Ort, der, also wenn wir, unsere Schmerzen sind in unserem Herzchakra gespeichert, ja, die wir erlebt haben. Und das Thymuschakra trägt an sich keine Verletzungen mehr, es sei denn, sie sind spiritueller Art. Und das ist dann der Fall, wenn wir eben in unserem Vertrauen in das Göttliche verletzt worden sind, wie das beispielsweise in Lemuria und in Atlantis stattgefunden hat, als unsere Verbindung zum Göttlichen getrennt wurde. Und wir dadurch einfach großen Schmerz erlebt haben, viele von uns, oder in Atlantis, als dann wirklich mit diesem ganzen Wissen um die spirituellen Gaben Missbrauch getrieben wurde, um Menschen zu schädigen. Und das hat auch in vielen einen ganz großen Schmerz ausgelöst. Vertraue niemals Menschen, die ja die Stimme Gottes weitergeben, oder vertraue niemals der Stimme Gottes, sie bringt dir letzten Endes doch den Tod. Das ist das, was viele in sich einfach gespeichert haben, dieses verletzte göttliche Urvertrauen. Und das ist das, was uns dann aber natürlich auch von unserer inneren Stimme trennt, denn wir sind ja Gott. Ja, diese innere Stimme ist nichts, unsere Intuition ist nichts anderes als unsere Anbindung an die Quelle oder an die zentrale Sonne, wie wir es gestern benannt haben. Und wenn diese Verbindung eben verletzt ist, man nennt das auch die Monadenverbindung oder die Verletzung der Ich-Bin-Präsenz, dann ist es eben sehr schwer, auf die innere Stimme zu hören, der eigenen Intuition zu vertrauen. Und Lemati schenkt uns heute ganz besonders die Heilung unserer verletzten inneren Stimme, unserer Monadenverbindung, der Verletzung unserer Ich-Bin-Präsenz, wann immer das eben stattgefunden hat auf unserer Reise durch die Zeit. Das ist so dieser Schmerz, den Jesus im Garten Gethsemane ausgedrückt hat. Ich habe schon so oft gesagt, aber es kommen immer wieder neue Menschen dazu, als er sagte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, und dieser Schmerz darf wirklich in die Heilung gehen, dass wir unsere Lebenskraft, unsere Strahlkraft, unsere Sonnenkraft, ja, unsere Anbindung, unser Sein als göttliches Wesen inkarniert in einem physischen Körper, und dazu gehört eben auch das Genießen des Lebens, vollumfänglich feiern können. Ja, mit Mesonadi gehen wir den nächsten Schritt in die Befreiung. Mesonadi ist die kosmische Transformation. Es ist die Kraft, mit der Jesus Lazarus von den Toten auferweckt hat. Und Mesonadi macht einfach allen Schatten hell. Ja, Mesonadi holt den dunkelsten Morast heraus und lässt ihn hell erleuchten in Licht. Das ist die Kraft, die
in Mesonadi liegt. Mesonadi bringt uns immer tiefer in unser Sein, in unsere Intuition, in unsere, ja, in unsere Göttlichkeit hinein, weil es uns einfach auch ganz praktisch hilft, den Verstand zur Ruhe zu bringen, dieses Schnattern im Kopf, dass es einfach aufhört, diese ständige Suggestionen, die wir selbst unternehmen, ich bin noch nicht so weit, ich bin nicht gut genug, ich bin schuldig, all das, was uns auch wirklich über so viele Leben eingetrichtert wurde, wie unfähig und wie unvollkommen und wie ungöttlich wir doch letzten Endes sind, diese ganze Schuldnummer, die uns eingetrichtert wurde. Und wann immer man wirklich, wirklich selbst ganz tief in der Verbindung ist oder auch die geistige Welt zu uns spricht, dann heißt das wirklich immer, es gibt keine Schuld. Schuld ist ein rein menschliches Konzept, das zu nichts anderem dient, als Menschen zu unterjochen und gefügig zu machen. Und wir dürfen uns alle von diesem Schuldthema kollektiv befreien. Und dabei hilft uns wirklich Mesonadi, aus dieser Schuld herauszukommen, in unsere wahre Strahlkraft, in unsere Göttlichkeit, in unsere Ich bin frei von Schuld hinein. Und das ist Lemati, Entschuldigung, das ist Solaya. Solaya ist wirklich die pure Lebenskraft, die Kraft der großen Sonne, die immer zu in und durch dich strahlt. Ja, und wenn es auf der dritten Stelle liegt, dann heißt es nur noch strahle, shine bright like a diamond. Und dies, dass wir ebenso hell strahlen können, dabei unterstützt uns Solaya, dass wir wirklich diesen ganzen Bullshit, ja, den wir auch in uns abgespeichert haben, der uns auch wirklich eindoktriniert wurde, loslassen können und wirklich befreit, ja, der Welt, mit der Welt unser Licht teilen können und einfach die Sonne sein dürfen und können, die wir sind. Ja, nichts trennt uns davon, außer eben dieser ganze Morast, den wir in uns gespeichert haben. Und heute ist einfach Schluss damit. Ja, Lemati hilft uns wirklich, dieses verletzte Vertrauen zu heilen, dass wir immer noch glauben können, es ist noch nicht so weit, zumindest nicht für uns. Mesonadi bringt wirklich den dunkelsten Schlamm in das reinste Licht und macht es zu reinstem Licht. Und mit Solaya können wir wirklich unsere befreite Liebe und unsere befreiten Programme, den befreiten Frieden, die befreite Freude wirklich mit der ganzen Welt teilen. Ja, und dieses Bewusstseinsfeld der Freude, das möchte ich jetzt heute mit allen lieben Verbundenen initiieren. Om Lemati, Om Mesonadi, Om Solaya, Om Lemati, Om Mesonadi, Om Solaya, Om Lemati, Om Mesonadi, Om Solaya, Om Lemati, Om Mesonadi, Om Solaya. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, an dem du wirklich spürst, dass du die Freude bist, dass du die Sonne bist und dass wir alle gemeinsam um die Wette strahlen, shine bright like a diamond. Und wenn dir der Impuls gefallen hat, dann freue ich mich über dein Gefällt mir, wenn du ihn teilst und meinen Kanal abonnierst und nicht vergessen, die Glocke aktivieren, dann bekommst du automatisch immer meine neuesten Videos zugeschickt. Bis bald. Wenn du mehr über die wundervollen und nahezu unbegrenzten Anwendungsmöglichkeiten der 12 Sieger erfahren möchtest, findest du unter diesem Video in der Infobox alle Informationen zu Britas Fernkurs Die 12 Siegel des Metatron. Werde Heiler mit kleinem oder großem H. Erlerne in Britas Fernkurs, wie du die Siegel bei dir selbst und auch bei anderen anwenden kannst. Du erhältst ausführliches Hintergrundwissen und die gechannelte Bedeutung eines jeden einzelnen Siegels. Abonniere jetzt kostenlos und unverbindlich mit nur einem Klick auf Britas Bild den Kanal, denn dann bekommst du automatisch eine Benachrichtigung, wenn Britta neue Videos veröffentlicht. Klicke rechts, wenn du Britas Gratiskurs »Warum die Dinge so sind, wie sie sind« kostenlos und unverbindlich anschauen möchtest. Ich wünsche dir nun einen wundervollen, inspirierten Tag.